Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutschela und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um den dritten Teil vom Erfolg Jünger der Demut. In den ersten beiden haben wir uns ja schon einmal Pelagos und Claire angeguckt. Sowohl 10 Pelagos-Kämpfe als auch 10 Claire-Kämpfe. Diesmal wollen wir uns die 10 Kämpfe mit Mechanikos anschauen. Das ist tatsächlich der schwerste von den dreien. Und dementsprechend sollten wir uns ein paar Support-Items holen. Bei Jünger der Demut dürfen wir ja alle benutzen. Bei dem anderen Achievement, wo wir dementsprechend auch gegen die Demut kämpfen, Demut-Bosse kämpfen müssen, Meister des Pfades, dürfen wir die ja nicht benutzen, also sowohl die Kohlpfannen als auch die Amulette nicht. Das haben wir aber ja schon im ersten Teil mit Pelagos abgedeckt, dementsprechend haben wir da alle Kämpfe auch ohne Support-Items. Jetzt wollen wir uns angucken, was wir an Support-Items uns holen können, beziehungsweise wo es die genau gibt, beziehungsweise was wir für Mats brauchen. Wir haben insgesamt 5 Amulette, die wir uns besorgen können. Die gibt es alle beim Craft-Typen hier direkt in der Elysischen Festung, wenn ihr euch das denn freigespielt habt. Solltet ihr aber zu den Demut-Kämpfen bereits gekommen sein, die ihr ja hier für das Achievement braucht, müsst ihr die Quest ja sowieso schon gemacht haben, um diese Teile freizuschalten. Wir haben einmal Amulett der Hartnäckigkeit. Da können wir einfach unseren Life-Rack alle 5 Sekunden kriegen wir 1% erhöhen. Dann haben wir hier Amulett der Schnelligkeit, da kriegen wir einfach ein bisschen Movement Speed dazu. Dann haben wir Amulett der Sehnenstärke, da gibt es 10% Life. Dann gibt es das Amulett der Zwietracht, da haben wir noch ein bisschen extra Schaden. Und dann haben wir das Amulett des Fokus, da kriegen wir alle 5 Sekunden unsere Regeneration von unserer Ressource. Bei hier Mechanikus ist es sehr, sehr nützlich, weil solange er nicht auf 0 Ressourcen runter ist, kriegt er immer so einen Stack mit hoch und das ist eine sehr, sehr starke Mechanik und wenn man dieses Amulett drin hat, kann man das quasi endlos hochstacken. Ja? Bis auf 99 geht das und das macht dann schon ziemlich viel aus tatsächlich. Alle diese Medaillons brauchen dementsprechend die Ressourcen, die wir ganz normal farmen können, also sprich die Federn von Flugviechern hier aus der Bastion, die Pelze aus dem Ardenwald von Wildchen, hier gibt es auch von Wildchen teilweise, die Knochen von Untoten in Maldraxxus und hier der Stahl gibt es dann quasi von den Ventier aus Revendrest. Wir können uns das farmen oder wir gehen hier zu dem Händler und hier haben wir eine Vorratskiste, die können wir uns gegen 5 Abzeichen holen, Medaillon des Dienstes, die wir auch brauchen, um zu queuen und dementsprechend habe ich mir die meisten dafür benutzt. Wenn man die Kiste kauft, kriegt man fast 20 von jedem, also da ist schon ziemlich viel drin tatsächlich. Macht Sinn, sich da ein paar zu holen und vor allem für die schwierigeren Kämpfe die einzusetzen, aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr jetzt nicht gerade x100 von den Medaillons habt, spart ein bisschen. Versucht die Kämpfe erstmal ohne Medaillons und wenn ihr dann merkt, okay, hier, da komme ich jetzt nicht mit Medaillon weit, ohne Medaillon weiter, beziehungsweise ohne Amulett, so rum, dann macht es Sinn, die mit reinzunehmen, aber die ganze Zeit bei jedem Kampf reinzuspammen, macht wenig Sinn, denn es ist so, ihr setzt die einmal ein. Und wenn ihr dann einen Kampf bestritten habt, ob ihr es gewonnen oder verloren habt, ist egal, dann sind die weg. Also wenn ihr alle 5 Medaillons bei jedem Kampf reinhaut, dann sinken hier eure Dienstmedaillons schon sehr stark nach unten. Gut, zusätzlich können wir dann noch die Kohlenpfannen aktivieren. Die sollten beide brennen. Und zwar gibt es dann hier oben auch nochmal einen extra Buff mit 5% mehr Schaden und 5% mehr Gesundheit. Ist nice to have und sollte man auf jeden Fall mitnehmen. So, dann gibt es noch einen kleinen Tipp für Mechanikos, wie man so ein bisschen was cheesen kann. Der hat ja am Anfang volle Energie und warte mal, ich kann euch das mal zeigen. Wenn ihr hier draufhaut, dann kriegt ihr einen Stack, da kriegt ihr mehr Tempo, ne? Und das könnt ihr hochstacken. Dieser Stack geht hoch bis insgesamt 99 Stacks. Also man kann schon sehr, sehr viel Tempo hochstacken und das erhöht den Schaden natürlich beträchtlich. Jetzt ist das Problem, dass bei, wie ihr seht, bei 0 Energie seine erreichte, also die erreichten Stacks quasi wechseln. Ja. Jetzt habt ihr 2 Möglichkeiten, wenn dann ihr tut auf 5 Energie oder so das runterbasteln, sammelt dann die Dinger immer wieder ein und könnt dann wieder quasi draufhauen und tut das wieder erhöhen. Das kostet aber euch ein bisschen Zeit, ne? Und ist bei manchen Kämpfen mit dem Enrage, bei Demut hat man ja einen Enrage-Timer, relativ knapp. Ja? Übrigens, wenn ihr das hier vorher stackt
und dann einmal hier reingeht, dann müssten die wieder alle weg sein. Also ich muss nur einen Boss auswählen, genau. Wählen wir mal einen Boss aus. Hier irgendeinen, ist ja egal. So, gehen wir mal rein. In den Kampf, dann dürften die einmal resetten. Seht ihr, also die sind komplett weg. Ihr könnt die nicht hier vorher hochstacken und dann mitnehmen. Es gibt aber einen kleinen Trick, dass ihr euch hochstacken könnt, bevor der Kampf beginnt. Weil erst, wenn ihr den ersten Gegner angreift, geht halt der Enrage-Timer los. So, wir springen jetzt hier mal runter. Und dann können wir hier, wenn wir in der Normalgestalt sind, ein Toy hinlegen. Und zwar Rübe müsste es sein. Ich glaube das hier, genau. Seht ihr, also ich habe hier eine Rübe hingepackt. Und diese Rübe bleibt 5 Minuten da und die kann man hitten. So, jetzt hat man die Möglichkeit, diese Rübe hinzupacken. Und dann dementsprechend... Ihr sucht mich. Wir wollen noch einen Kampf machen. Ja, genau. Jetzt tun wir mal ein bisschen Dinger wasten. Jetzt nehmen wir wieder Mechanikos. Und legen direkt los. Jetzt haben wir nämlich da die Rübe liegen. Und diese Rübe können wir jetzt quasi hitten. Und einmal uns den Stack hochmachen. Okay, das war jetzt ein bisschen dumm. Ich habe den Boss direkt angegriffen, weil ich den Laser gemacht habe. Das dürft ihr nicht machen. Den Laser solltet ihr ja nicht drauf jagen. Aber wir können diese Rübe hitten. Und quasi den Stack erhöhen. Und ewig viele von diesen Orbs hier gleich mal hinbasteln. Ja? Also teilweise habe ich bei manchen Kämpfen hier irgendwie alles mit Orbs zugeballert und konnte dann im Kampf halt wesentlich einfacher Orbs holen, weil ich halt davor schon alles hingespammt habe. Das einzige Problem bei der Geschichte ist, die Rübe hat eine Stunde Abklingzeit, hält nur 5 Minuten, also die solltet ihr euch wirklich für die ganz, ganz schweren Kämpfe aufheben, dass ihr dementsprechend da den Support habt. Ich kann euch zeigen, bei welchem Boss ich das vor allem gebraucht habe. Und zwar gibt es da einen, der heißt Corvin Corinth, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und bei dem habe ich diese Rübe auf jeden Fall gebraucht. Werden wir später dann aber auch dazu kommen, sobald wir bei dem Kampf sind. Also hier Carvin Corinth. Ihr könnt es natürlich auch bei anderen Kämpfen benutzen, aber wie gesagt, ihr könnt es jede Stunde nur einmal benutzen. Also ihr solltet erst die Kämpfe so weit progressen, dass ihr wisst, okay, jetzt spiele ich alles richtig und dann die Rübe einmal hinlegen. Ich glaube, die hat man irgendwo in MOP erfarmen können. Im Tal der ewigen irgendwas Blüten? Nee, ich glaube, 4 Winde. Ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, irgendwo da konnte man sich die erspielen. Ich bin mir jetzt leider nicht 100% sicher, wo es die genau gab. Hier, genau, Tal der 4 Winde, so war es. Irgendwo da konnte man sich die holen. Genau. Man braucht die jetzt nicht unbedingt, aber es ist ein netter kleiner Support. Genau. Gut, das sind jetzt so das Vorgeplänkel, was ich euch zeigen wollte. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die einzelnen Kämpfe an. Wir werden es wie bei den anderen Videos so machen. Ich werde am Anfang ein paar Sachen erklären pro Kampf und dann lasse ich einfach die Aufnahme weiterlaufen, bis der Boss tot ist. Und dann könnt ihr euch mein Gelaber und mein sich aufregen während des Kampfes ein bisschen geben. Oder es gibt das dann zu der nächsten Erklärung weiter. Die Kämpfe sind in der Reihenfolge, wie sie quasi hier in, warte, da müssen wir draufklicken, wie sie hier sind, dass man so ein bisschen durchskippen kann, falls man manche Bosse nicht braucht. Ich habe die nicht in der Reihenfolge ursprünglich gespielt, ich habe die schweren natürlich am Ende gemacht, aber zur leichteren Navigation habe ich die jetzt mal in der Reihenfolge mit euch reingebastelt. Gut. Der erste Kampf ist dann gegen Kalasthene und hier solltet ihr am besten die Fußpolster des Herolds mitnehmen. Ich habe es hier tatsächlich ein bisschen verkackt und habe die vergessen mitzunehmen. Ist aber auch nicht so schlimm, so kann ich euch noch ein paar mehr Sachen zeigen. Ich würde sagen, wir gucken uns das die Fähigkeiten an und zwar haben wir als allererstes die Fähigkeit Überkopfschlag. Bei dieser Fähigkeit brauchen wir 5 Energie, hat 2 Sekunden Abklingzeit. Und wir hauen einfach einen Mob in Midi-Range mit 3864 körperlichem Schaden. Die zweite Fähigkeit ist der Hyperlichtstrahl. Das braucht 20 Energie, hat 10 Sekunden lang Abklingzeit, wirkt in 1,3 Sekunden, was ich jetzt hier gerade am Anfang gemacht habe. Und damit verursacht man über 50 Meter lang einen Strahl, der 10.303 Arkanschaden zufügt. Übrigens, ihr seht, bei jedem Angriff, den wir wirken, kommen hier so kleine Energiekügelchen und wenn wir die wieder aufsammeln, wird die Energie wieder aufgefüllt. Wichtig ist auch, mit jedem Hit, den wir raushauen, solange wir nicht auf 0 Energie sind, haben wir auch die Möglichkeit, einen Stack hochzustacken, der uns dementsprechend mehr Tempo gibt und wir können damit schneller zuhauen, machen halt dementsprechend auch mehr Damage. Dann haben wir noch Wiederaufladen, ist die dritte Fähigkeit, kostet 20 Energie, 30 Sekunden Abklingzeit und hier ist es so, dass wir einfach 20% live kriegen. Dann haben wir hochtechnisierte Verlangsamung, da schmeißen wir dann unseren Provosten aus, also hier Mechanikos, der kann dann rumflitzen und die Kügelchen aufsammeln, der ist nämlich auch ein bisschen zügiger, hier habe ich das gerade gemacht, ich schmeiße ihn aus
und sammle dann die Kügelchen aus. Und wichtig ist, das ist quasi ein eigener Mob. Selbst wenn Bronn stirbt, haben wir ihn noch. Und wenn wir die Kugeln einsammeln, können wir, und genug Energie gesammelt haben, das seht ihr unten an der Energieleiste für ihn, können wir einfach Bronn damit wieder komplett aufladen, er hat wieder volle Gesundheit und weiter geht's wie ob nichts gewesen wäre. Das ist eine relativ praktische Sache. Also kann man auch so Kill-Sachen, also die einen One-Shotten würden, überleben und auch teilweise im Enrage ein bisschen rumbasteln. Und bei diesem hochtechnisierten Verlangsamen schmeißen wir halt den Typen raus und slowen auch noch die Gegner, die um uns rum sind. Wenn Bronn nur Leben hat, wird automatisch Mechanikos rausgeschmissen. Also man kann, wenn dann die Fähigkeit drücken oder man wartet einfach, bis man umgeholzt worden ist. Ich habe bis jetzt dann das immer so gemacht, dass ich mich eigentlich umholzen lassen habe, weil solange ich noch damagen kann, bleibe ich quasi in Bronn drin. Und die letzte Fähigkeit wäre eigentlich die Zusatzfähigkeit. Die haben wir jetzt leider hier nicht, weil ich versehentlich nichts ausgewählt habe. Zum Kampf gegen Kalisthenia an sich, sie hat eigentlich nicht viele Fähigkeiten. Sie tut hier diese Speere auf den Boden hauen, die Routen, also hier wird man halt festgeroutet quasi bei 3 Speeren und solange halt weniger als 3 Speere sind, wird man halt in die Richtung der Speere gezogen. Sinnig ist, dass man sich ein bisschen bewegt, ne, und die Speere weit auseinanderplässt und sich zwischen die 2 Speere stellt, dann wird man nämlich hin und her gezogen und am Ende kann man halt ganz normal den Boss noch DPSen. Ich habe das tatsächlich hier ein bisschen suboptimal gespielt und dementsprechend, ja, war das nicht so optimal, aber das war mein erster Try hier gegen den Boss und dementsprechend musste ich noch ein bisschen auch mit Mechanikos rum probieren. Dann hat sie noch eine Fähigkeit, wo sie einfach ein paar Meter weit springt. Das wird dann auch durch so einen kleinen Kreis auf dem Boden angezeigt. Da sollte man einfach nicht stehen, weil man Damage kriegt. Ne? Hier seht ihr, ich habe es ein bisschen verkackt, weil ich mit Bronn hier einmal in so einem Speer stehen geblieben bin. Der Boss ist hier schon im Enrage. Nichtsdestotrotz kann ich trotzdem immer wieder ein bisschen Energie sammeln. Hab hier meine 2 Fähigkeiten mit Mechanikos. Einmal, dass ich einen Speed habe und das eine, dass ich weniger Schaden bekomme. Und das reicht eigentlich tatsächlich schon, dass ich gegen den Enrage an DPSen kann. Das einzige Problem, was ich habe, sie sperrt halt jetzt Bronn die ganze Zeit und dementsprechend steht er an 2 Sperren im Enrage drin. Sobald ich reingehe, bin ich halt instant RIP. Also das sollte euch halt im Optimalfall nicht passieren. Wenn ihr die Schuhe mitgenommen habt, könnt ihr da auch einfach raus, dann sollte das kein Problem sein. Aber ihr seht, selbst mit dem Fail-Ding kriege ich den Boss hier am Ende noch down gehauen. Man muss halt bloß jedes Mal mit Mechanikos wieder Kugeln einsammeln und wieder in Bronn rein. Eine Fähigkeit wirken, wieder Kugeln einsammeln, eine Fähigkeit wirken und dann kann man tatsächlich die meisten Kämpfe auch im Enrage runterspielen. Soweit zumindest zum ersten Kampf. Dann kommen wir zum zweiten Fight und zwar zu Echtra und hier würde ich euch empfehlen, die Fiole des Gleichmuts mitzunehmen, denn wir werden hier so eine kleine Cheese-Taktik fahren. Also wir beginnen hier den Kampf und laufen erstmal so ein bisschen seitlich zu der Säule hin. Dann setzen wir unsere zweite Fähigkeit ein, unseren Laser. Und jetzt laufen wir ein bisschen weg, und zwar hinter die Säule, dass der Boss rankommt. Sobald der Boss rankommt und seine Spinnlinge castet, laufen wir hier ganz an den Rand, an diesen Pillar ran und backen uns dann so ein bisschen hinten ran. Wir müssen uns wirklich ganz an den Pillar ranschaben, drehen uns dann um und jetzt müsste der Boss so ein bisschen verbuggt sein. Ja? Und jetzt castet er zwar weiter seine Spinnlinge, beziehungsweise versucht hier seine AE zu machen, aber Melee-hittet halt nicht mehr großartig. Und die Spinnlinge, die können halt hier auch nicht unbedingt komplett rauf. Und ihr seht, jetzt ist der da so ein bisschen rein verbuggt. Wir müssen kurz warten, bis wir genug Energie kriegen, um wieder reinzukommen. Ich muss hier am besten, nehmen wir auch dieses Medaillon, wo wir ein bisschen Energie raggen können. Und zwar ist das, jetzt muss ich mal kurz gucken, Amulett des Fokus, genau. Da kriegen wir nämlich zusätzliche Energie, dann können wir nämlich immer wieder reingehen. Und jetzt müssen wir einfach hier so ein bisschen drauf verehen, ne? Heißt, wir ziehen unseren Strahl, wir versuchen dann den Melee-Hit zu ziehen. Und Ziel ist es halt einfach, durch dieses Buggen zu verhindern, dass der Boss die ganze Zeit diese Spinnlinge castet. Die sind nämlich mit, ja, hier mit Kanikos bzw. Bronn, wo wir uns drin befinden, ziemlich beschissen wegzuhauen. Deswegen hier diese kleine Cheese-Taktik. Ich habe den ein paar Mal normal versucht, hat nicht so ganz funktioniert bei mir und dementsprechend mit der Cheese-Taktik kann man halt verhindern, dass diese Spinnlinge einen den Debuff die ganze Zeit hochhauen und man kann halt den Boss langsam runterklopfen. Es ist, dauert zwar einen Ticken länger, als man vielleicht bei einem normalen Kampf spielen würde, aber man schafft ihn damit halt definitiv. Es ist ein bisschen tricky auf diese ja, quasi hier auf diese Säule raufzukommen. Ihr müsst wirklich nicht gerade laufen, sondern ihr müsst die ganze Zeit gegen die Säule anlaufen.
dass ihr nicht runterfällt. Und dann möglichst weit hinterkommen, dass der Boss auch in euch reinbackt. Und dann dementsprechend einfach nur mal drauf hitten. Es braucht ein paar Tries, manchmal funktioniert es tatsächlich nicht so ganz, aber so nach 3-4 Tries hatte ich den Boss da, wo ich ihn haben wollte, und dann kann man eigentlich relativ bequem runterspielen. Ihr seht, jetzt hat er noch ein paar Lives, zwischendrin ziehen wir immer die Fiole, beziehungsweise unsere Heilung von Bronn. Wir haben ja sowohl die Fiole, die uns heilt, prozentual aus, auch die Wiederaufladung. Und ja, ihr seht, es hat geklappt, dann laufen wir hier wieder raus, looten unsere Kiste und dann haben wir quasi einen der nervigeren Mobs mit Bronn tatsächlich besiegt. Dann kommen wir zum dritten Gegner, und zwar Aldrin und Menir. Und hier ist es so, dass wir auch wieder die Fiole des Gleichmuts mitnehmen. Wie ihr seht, laufe ich am Anfang ein bisschen seitlich rum, dass ich sie beide mit meinem Laser erwischen kann. Das ist nämlich im Kampf hier ein bisschen tricky, denn wir haben einen Melee-Mob, Aldrin, und einen Range-Mob, Menir. Und der Range-Mob, der portet sich ständig hin und her, also mit dem Laser wird es immer schwierig, sie zu erwischen. Und hier sind sehr, sehr viele Movement-Effekte, und ich kann euch sagen, versucht den meisten auszuweichen, aber nicht auf Krampf, denn ihr müsst auch den Schaden drauf bringen. Ihr wollt gegen die Bosse nicht groß im Enrage kämpfen. Dementsprechend versuche ich hier möglichst an dem Mob dran zu bleiben und durchzuziehen und zu DPSen. Wichtige Fähigkeiten sind einmal diese Wirbel, da solltet ihr auf keinen Fall reinkommen. Wenn ihr nämlich die Wirbel fresst oder da drin steht, kriegt ihr relativ viel Schaden. Dann haben wir Menir, die so ein bisschen ihre Pfeile verschießt. Diese Pfeile, die machen tatsächlich nicht so viel Schaden, ne? Ihr solltet nicht jeden fressen, der dort gespawnt wird von ihr, aber ihr müsst nicht jedem ausweichen. Wenn euch ein paar treffen, ist es nicht so wild. Dann habt ihr gerade gesehen, war hier so ein Samen, den man soaken muss. Der geht nämlich hoch, und umso mehr man gesorgt hat, umso weniger Schaden frisst man. Ja? Heißt, wenn ihr in der Nähe steht, versucht ihn zu soaken. Wenn der weit weg ist, lauft er nicht hin. So viel Schaden macht er auch nicht, wenn der hochgeht. Ja? Versucht dann immer mit dem Laser beide zu erwischen, also wenn sie sich gerade portet, dann sich so hinzurichten, dass ihr sie direkt lasern kann, die bleibt nämlich 1-2 Sekunden dort und dann ist es schon wieder weg. Ihr seht schon, sonderlich schwer war es tatsächlich nicht, ich musste mit Mechanikos kein einziges Mal raus, also man kann hier tatsächlich durchziehen, wenn man vor allem dieses, dieses Amulett mit dem Recken mit dabei hat. Dann kommen wir zum vierten Mob, und zwar zu Numinuru, und das ist tatsächlich einer der einfachsten. Ja. Hier ist es dann auch wieder so, dass wir dementsprechend unsere Heilfiole mitnehmen, Fiole des Gleichmuts, und bei dem Gegner ist es so, dass wir am Anfang den Boss in der Mitte haben und wir haben zusätzlich noch so kleine Feen, die am Rand spawnen. Und hier muss man immer ein bisschen gucken, dass diese Feen verschiedene Fähigkeiten reinhauen. Ich habe jetzt hier mal zur Sicherheit meine Amulette mit ausgewählt. Ehrlich gesagt ist der Kampf nicht so schwer, also ihr müsst nicht unbedingt die Amulette alle reinhauen. Ich habe den Kampf jetzt so gestartet, dass ich einmal ran bin, ihn ein bisschen gehittet habe, bis die Feen spawnen, dann hier den Laser eingesetzt habe und ich habe gesehen, ich konnte damit mehrere Feen gleichzeitig wegmachen. Wir haben halt immer das Problem, der normale Melee-Hit, den wir haben, der ist Single-Target und der One-Shottet leider diese Feen nicht. Bei anderen Mobs wie Pelagos und so hat man das wesentlich easier, da kann man die ziemlich schnell wegmachen. Bei Mechanikos muss man immer so ein bisschen auf den Laser zurückgreifen, der hat Abklingzeit und kostet relativ viel Energie. Ihr seht, meine Heilung habe ich jetzt auch recht früh schon eingesetzt. Einfach, wenn ihr so zu 20-30% Leben verloren habt, gleich die Heilung einsetzen, dass ihr sie danach nochmal einsetzen könnt. Wir haben hier zwei Feen, auf die ihr achten müsst. Einmal diese Feen, die auf dem Boss casten, die versuchen ihn zu heilen, die solltet ihr möglichst zügig weghauen. Und dann haben wir noch diese Feen, die quasi eine Explo machen. Beides wird euch aber auch angesagt, ne, dass die da sind. Hier haben wir zum Beispiel diese Feuerfee. Da solltet ihr möglichst schnell hingehen, beziehungsweise vielleicht auch euren Laser für aufbewahren, dass die auf jeden Fall sterben, denn die natzen euch tatsächlich weg. Hier war es bei mir so, dass ich dann aus Bronn rausgeschossen wurde. Die Feen machen tatsächlich schon ein bisschen Schaden und anders wie als bei Claire und bei Pelagos kriegt man es nicht hin, dass man alle Feen die ganze Zeit down kriegt, sondern hat halt relativ viele Feen, die einen immer wieder DPSen. Der Vorteil ist, dass man dann halt mit dem Laser auf alle Feen AEen kann und die dann auch wegräumen kann. Ihr seht, hier haben wir nochmal so eine Feuerfee, die solltet ihr mal prioren, wenn die durchcastet, ist relativ ätzend. Ihr sterbt zwar dann nicht, weil ihr zwar den Schaden kriegt, dass Bronn verrecken würde, aber ihr könnt ja mit Mechanikos wieder rumlaufen, also es ist kein Weltuntergang, aber im Optimalfall solltet ihr halt schauen, dass ihr
ja, dass ihr das vorher umhaut. Ihr seht gerade, hier ist der Mob in Enrage gegangen, dann castet er hier so eine Fläche, also da ist dann definitiv Endstation. Ich hatte das Glück, dass ich ihn in dem Moment mit weggenatzt habe, also ich habe ihn gekillt und dementsprechend haben wir den Kampf geschafft. War aber relativ eng, also tatsächlich, das ist eigentlich der leichteste Kampf, aber mit Mechanikus muss man schon ein bisschen gucken und da ist einfach Feenmanagement alles. Den Laser nur dann reinhauen, wenn sehr viele Feen beieinander sind, bringt einem wirklich hier enorm weiter. Gut, das war es soweit zum dem Kampf. Dann kommen wir zum fünften Kampf und zwar gegen Corvin Corinth und das ist definitiv der schwierigste Boss und hier haben wir die Fähigkeit Fiole des Lichtfrosts mitgenommen. Hier habe ich am Anfang einen Timer geschmissen, dass ich relativ genau weiß, wann ich was ziehen muss. Und zwar seht ihr, wir haben mit dem Rübensack schon mal einige Orbs gespawnt, wir setzen den Timer ein. Und dann fangen wir an, ihn hier hinter zu pullen, also auf die rechte Seite rüber und laufen dann wieder Richtung Mitte. Wir müssen nämlich in der Mitte sein, wenn er hier seine Fähigkeit zieht. Und ihr seht schon, ich habe es am Anfang direkt verkackt, ist nicht so schlimm, gehe einmal wieder rein. Und jetzt hitten wir ihn und versuchen die ganze Zeit einfach rückwärts zu laufen. Seht ihr das? Ich habe am Anfang den 30-Sekunden-Timer geschmissen, denn nach 30 Sekunden fängt er nämlich an, sich wegzuporten. Und jetzt seht ihr, friere ich ihn ein mit der Friole des Richtflosts, gehe wieder in meine Gestalt rein und ihr seht, er ist da, hat sich da hinten weggeportet und steht da hinten gefroren. Er will nämlich hier diese Orb einmal futtern und dadurch, dass ich ihn genau nach 30 Sekunden quasi gefrostet habe, verschlingt er die Orb nicht und heilt sich nicht wieder hoch. Wenn er sich nämlich hochheilt, kommen wir mit dem Enrage nicht hin. Und ihr seht schon, ich kite den jetzt hier außen wieder rum. Man darf eigentlich fast nicht stehen bleiben, weil durch die Voids wird man so schnell runtergehittet. Also ihr seht schon, ich wurde jetzt hier schon runtergehittet. Kann aber dadurch, dass ich mit dem Rübensack die Sachen pre-gestackt habe, instant wieder reingehen, weil ich einen Haufen Zeug habe. Und jetzt haben wir hier nochmal die Movement-Phase. Wurde ich nochmal rausgehittet, das ist nicht optimal, aber den Laser musste ich durchbringen. Weil nach der Movement-Phase ist er quasi im Enrage und das ratzt mich. Ja? Deswegen muss ich schauen, dass wir jetzt hier einfach alles durchholzen, bleibe ich trotzdem nochmal stehen. Einfach nochmal rein, nochmal hitten und mit dem Enrage ist er quasi gestorben. Wenn der Typ im Enrage geht, ist vorbei. Der hittet so schnell zu, dass ihr instant tot seid. Deswegen, ihr braucht halt einfach diesen Schaden, sonst geht's halt nicht aus. Und da habt ihr gesehen, wie ich gemoved bin. Erst mit dem Laser rauspullen, dann sofort wieder backpedalen in die Mitte, dass ihr halt an ihm dran steht während der Movement-Phase. Da hatte ich zweimal Pech, dass direkt der Mist in mir quasi drin gespawnt ist. Normalfall sollte man da nicht rausgehittet werden, aber es hat trotzdem von Schaden tatsächlich bei mir noch gereicht. Wie gesagt, das ist der schwerste Kampf. Wenn ihr den hinter euch habt, dann ist es relativ easy der Rest. Die Fiole ist Richtfrost, wie gesagt, bei 30 Sekunden ziehen. Macht euch da vielleicht auch einen Pulltime, wie ich das gemacht habe. Mit DBM geht das ganz praktisch und ja, das ist soweit der Kampf. Dann kommen wir zum sechsten Kampf. Splitter Borg Albtraum schimpft sich der. Und hier starten wir einfach rein mit dem Laser, holen ihn ein bisschen ran. Und ja, hier ist es halt wichtig, dass wir diese schwarzen Zonen auf keinen Fall fressen. Da werden wir nämlich gestunt. Und die grünen Zonen, die solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen, denn mit den grünen Zonen bekommt ihr einen Buff und zwar kriegt ihr weniger Schaden. Übrigens, wir haben hier die Fiole des Gleichmuts mitgenommen, heißt unsere Heilfiole, dass wir uns da nochmal ein bisschen hochziehen können. Im Endeffekt mache ich es jetzt immer so, ich hitte den Boss und versuche die ganze Zeit diese grünen Flächen einzusammeln. Nebenbei natürlich ganz klar, was wir sowieso immer mitnehmen, sind unsere kleinen Kügelchen und versuche halt die anderen Sachen zu dodgen. Wichtig ist, er zusätzlich haut er hier noch seinen 4 raus. Wenn er da in der Nähe von ihm steht, werdet ihr halt gefeiert. Alle paar Sekunden macht er seine Ulti-Fähigkeit, da wird er groß und rot. Und jetzt haut er, glaube ich, so 8, 9, 10 Hits raus. Die macht er auf jeden Fall. Also dieser Ulti-Modus endet erst, wenn er diese Hits gemacht hat. Und diese Hits hauen relativ viel Schaden rein. Solange ihr aber eure Stacks auf 9 hochgesteckt habt, oder auf 9, glaube ich, hochgesteckt habt, kriegt ihr 90% weniger Damage und dementsprechend ist alles easy, ne? Ihr solltet halt einfach gucken, dass ihr immer wieder diese grünen Flächen einsammelt, dass der Stack nicht ausläuft. Wenn er ausläuft und er in seiner Enrage-Phase da ist, ist böse. Das sollte nicht passieren. Wenn er in der normalen Phase ist, ist es nicht weiter schlimm. Am besten auch ab und an welche liegen lassen, die ihr dann später sorgen könnt. Nicht alle immer sofort aufsammeln, dass ihr dementsprechend immer genug rumliegen habt. Mehr ist es eigentlich nicht. Zwischendrin könnt ihr mal euren Laser draufhauen. Der macht nämlich eigentlich wesentlich mehr Schaden und sonst hittet ihr den Boss runter. Großartig mit Mechanikus müsst ihr eigentlich nicht unbedingt spielen, wenn ihr es nicht gerade verkackt. Wenn ihr natürlich fast keine Energie mehr habt, macht es schon Sinn, mit Mechanikus rumzuflitzen, denn Bronn ist relativ langsam und dann wird es dann schwierig.
in der Zwischenphase hier, wenn er seine Ulti-Fähigkeiten zieht, ist es mit Mechanikos ein bisschen tricky, weil er kriegt natürlich einen Haufen Damage, wenn er nicht gerade eure Schadensreduzierung auf, wenn ihr die nicht gerade ziehen könnt, wenn ihr die auf Abklingzeit habt, sieht es halt ein bisschen schlecht aus. Bei mir war das tatsächlich nicht notwendig, ihr müsst aber tatsächlich schauen, dass ihr den Schaden draufbringt, weil den wollt ihr nicht im Enrage spielen. Bei mir war es jetzt extrem knapp, kurz vor dem Enrage habe ich ihn tatsächlich noch killen können. Dann gucken wir uns den 7. Kampf an, und zwar gegen Trantiok. Und hier würde ich empfehlen, dass er die Fiole des Gleichmuts mitnimmt. Ich habe im Normalfall hier immer den Speer mitgenommen oder Dreizack, so rum heißt das Ding. In der Cheese-Taktik, die wir jetzt aber fahren werden, solltet ihr vielleicht eher die Fiole mitnehmen, dann könnt ihr euch nämlich noch ein bisschen heilen. Was bedeutet Cheese-Taktik? Wir werden am Anfang hier alle 4 Urnen umhauen, was man ja im Normalfall nicht spielen sollte, weil der Boss kriegt dadurch Fähigkeiten und das ist eher suboptimal. Aber wir wollen, dass der Boss alle 4 Fähigkeiten hat und dann töten wir uns hier, laufen in die Movement-Fläche rein, töten dann auch noch unseren Mechanikos, indem wir auch in die Fläche reinlaufen. Davor haben wir nochmal eine Orb eingesammelt und sterben quasi direkt neben Bronn. Dann haben wir das Positive, dass sowohl für eine Sekunde Bronn als auch Mechanikos tot waren und der Boss resettet. Seine ganzen Fähigkeiten, die ja unten eigentlich als Buffs drauf haben, sind damit weg. Und jetzt können wir einfach ganz normal den Boss DPSen. Sein Immunschild ist damit nämlich auch weg. Und wir können einfach ihn runterspielen, ohne dass wir uns um diese ganzen Fähigkeiten kümmern. Im Normalfall ist es so, man haut eine Fiole um. Dann ist nämlich das Immunschild, das der Boss im Normalfall drauf hat, für 30 Sekunden negiert. Der Boss kriegt zwar eine Fähigkeit, aber wir können 30 Sekunden DPSen. Dann haut man die nächste Fiole um, wieder 30 Sekunden DPSen, dann kriegt immer mehr Fähigkeiten. Das Problem an der Geschichte ist, unser Bronn hat 2 Damage-Fähigkeiten. Einmal den Melee-Angriff und einmal, was eine Abklingzeit hat, diesen Laser. Das Problem ist, Trantiok, der haut so viel Melee-Schaden zu, dass selbst im Non-Enrage man kann ihn nicht Melee angriffen, weil man einfach so viel Damage kriegt. Man muss ihn eigentlich runterspielen, indem man fast ausschließlich den Laser auf Range draufhaut. Das Problem ist, wenn man nur ein paar Sekunden hat, ihn anzugreifen mit den Fiolen, dann geht das schlichtweg einfach nicht auf. Deswegen habe ich jetzt hier die Cheese-Taktik gespielt mit dem kleinen Reset. Wie gesagt, alle Fiolen oder alle Urnen, wie man sie auch nennen mag, umboxen. Dann sich in der Nähe von einer Orb aufstellen. Bronn einmal durch dieses Movement-Ding sterben lassen, die Orb aufsammeln, sich neben Bronn mit Mechanikos stellen, sich durch die nächste Void sterben lassen und dann eine Sekunde warten, bis der Boss resettet ist und gleich in Bronn rein, dass quasi der Kampf nicht zu Ende ist und dann kann man es jetzt einfach hier ganz normal runterspielen. Kleine Randnotiz, das hier wird jetzt relativ lang dauern. Man kann halt alle 10 Sekunden einen Laser raushauen, dann sammelt man wieder Orbs, dann kann man wieder einen Laser raushauen. Hier macht es definitiv Sinn, dass ihr das Amulett aktiviert, wo ihr Ressourcen alle paar Sekunden reckt. Das verkürzt das Ganze hier nochmal um ein gutes Stück. Ohne das Medaillon wird es wahrscheinlich nicht, aber es dauert so auch relativ lang schon. Ich würde sagen, ich lasse euch den Kampf jetzt so weiter durchlaufen. Für den Guide-Teil soll es für den Fall zumindest schon mal gewesen sein. Ihr könnt es auch skippen, weil das wird hier, wie gesagt, ein bisschen dauern tatsächlich. Ein. Geh wieder rein. Alter, das wird halt ein riesen Hackmeck jetzt. Ich muss näher rein. Okay. Okay, das darf ich nicht machen. Ich darf nicht in Midi-Range gehen. Ganz schlechte Idee. Okay, das war eine schlechte Idee. Weil in Midi-Range natzt er mich dann halt instant. Jetzt haut er mich gleich wieder raus. Es wird halt von den Orbs nicht reichen, oder? Kann das sein? Ey, in Midi-Range darf ich nicht gehen. Es ist halt so eine Abfuck-Taktik. Es ist halt maximal behindert. Ich bin außer Reichweite. Behält er seine Dinge, die er noch hat, dann?
Also ich habe jetzt 10. Jetzt gehe ich raus, sammle eine ein. Habe jetzt 16. Okay, also das behält er auf jeden Fall. Okay, also ich kann dann mit ihm eigentlich auch sammeln gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es halt Sinn macht, auf ihn melee-technisch drauf zu hitten. Weizen hat er jetzt. Fuck, ich habe keine Orbs mehr. Ich glaube, ich muss fast in den Midi-Bereich, oder? Shit, jetzt habe ich den Cast nicht durchgekriegt. Oh, ich habe, glaube ich, nicht genug Kugeln. Ah, dammit. Muss eigentlich fast in den Melee-Bereich. Allein, dass ich Orbs krieg. Ah, fuck. Aber dann hittet er mich halt instant raus, ne? Das ist halt das Blöde. Das sieht nicht gut aus. Nee, das sieht nicht gut aus. Scheiße, habe ich jetzt keine Orbs mehr? Nein, ich habe keine Orbs mehr. Fuck it. Okay, also ich darf nicht ins Melee-Camp gehen. Das macht keinen Sinn. Da habe ich halt nicht genug, um nochmal zu schießen, ne? Ich muss, glaube ich, warten, dass er nochmal tickt und dann kann ich wieder rein, ne? Oh boy, ist das halt dumm. Das ist halt so eine Abfuck-Taktik. Noob, ich grüß dich. Es ist halt maximal behindert. Komm, tick einmal. Aber ich geh nicht in Melee-Range. Jetzt bin ich kurz davor, ihn zu besiegen. Ich muss einfach nur warten, immer bis es hier einmal tickt. Dann kann ich wieder reingehen. Und so lange kann ich halt nicht sterben, ne? Fuck it. Komm, tick. No! Bitte tragt euer Gesuch vor. Okay. Nice, okay, wir haben wieder ein paar Prozente abgezogen. Was kann ich tun? Ich wäre fast gerippt, ne? Uff, uff, uff. Sauknapp, sauknapp. Wie viel braucht er denn noch? Aber ich habe doch die vierte. Hier die Attacke habe ich doch nicht. Die sollte ich halt die ganze Zeit mal noch einsetzen. Was hat er denn jetzt noch? 26k. Ein paar Mal muss ich nur draufcasten. Ich glaube, zweimal oder so bräuchte ich noch. Zwei, dreimal maximal. Dann ist der Pustekuchen-Typ hier weggenatzt. Irgendwie klappt das jetzt gerade nicht mit dem Schuss, ne? Den ich auf 4 gebindet habe. Ich habe jetzt genug Energie. Ich
Ladder denn noch 4K live? Na komm, gib mir die Energie. Ich muss jetzt nur einen Zyklus schaffen und dann ist er weg, der Kollege. Elf haben wir jetzt. Okay. Hier haben wir nochmal 5. 19. Mit dem nächsten Tick habe ich ihn. Schauen wir mal, kriegen wir meinen Cast durch, bevor er seinen durchkriegt. Hat das gezählt? 1, 2, 3. Alter, das hat halt echt gezählt, ne? Es ist halt maximal dumm, die Taktik, aber sie klappt halt. Maximal dumm. Dann kommen wir zum achten Kampf, und zwar zum manischen Mortimer, und da von einer Cheese-Taktik zur anderen. Und ihr seht gerade, ich kämpfe hier mit Pelygos gegen den manischen Mortimer auf der einfachsten Stufe. Und das wird jetzt gleich noch relevant, warum wir das machen. Ich habe Pelygos einfach genommen, weil es am schnellsten geht mit Pelygos. So, wir haben jetzt den manischen Mortimer in der niedrigsten Stufe umgehauen, looten jetzt hier das Zeug, porten uns jetzt mit der Tusse wieder raus, und zwar investieren wir nochmal ein Siegel. Jetzt gehen wir mit Mechanikos rein und wählen hier den manischen Mortimer auch wieder aus, nicht in der niedrigsten, sondern in der höchsten, in der Demutstufe. Jetzt wählen wir hier die Fiole des Gleichmuts aus und starten den Kampf. Das muss schnell gehen, dass die Leiche von dem letzten Kampf hier noch liegt. Ihr seht, da liegt die noch dran. Wir können nämlich hier ein bisschen was cheesen. Der manische Mortimer besteht aus 3 Gegnern. Diese 3 Gegner haben einen gescherten Lifepool. Ja? Also wenn ihr einen Damage, kriegen alle den Schaden. Wenn wir schnell genug in den Kampf reingehen und dann noch die Leichen von den anderen Mobs da liegen, haben wir den Vorteil, dass das Life nicht nur mit den Viechern shared, die hier normal im Kampf sind, sondern tatsächlich auch mit den Toten, warum auch immer, das ist halt einfach ein Bug, ja. Und das können wir ein bisschen ausnutzen, indem wir dementsprechend hier den, den Kampf in der leichtesten Stufe machen, dann hier in der schwierigsten Stufe ran. Sobald nämlich der zweite Mob spawnt, also der grüne, ich glaube bei 75% spawnt er, der grüne Mob, shared er das Life mit dem roten und mit allen anderen, die aktiv sind, auch mit den Toten, und dann fallen die instant um und ihr habt hier kein Problem. Sonst ist der Kampf nämlich hier ziemlich ätzend, und mit diesem kleinen Trick können wir den Kampf halt ziemlich einfach bekommen, und es zählt auch tatsächlich fürs Achievement, wie ihr gerade gesehen habt. Also easy game. Ihr könnt natürlich auch versuchen, das normal runterzuspielen. Ich habe es probiert. Das ist fast nicht machbar. Ja, es ist ziemlich, ziemlich schwierig, und damit mit dem kleinen Cheese konnten wir den Kampf hier deutlich einfacher hinter uns bringen. Dann kommen wir zum 9. Kampf, und zwar gegen Arthanos, und der ist eigentlich relativ simpel. Jetzt heißt es quasi großer Tankmob gegen großer Tankmob, und bei dem Gegner ist es so, dass wir am Anfang hier am besten unseren Laser draufhauen, dann ein bisschen Melee hitten, und wichtig, wir haben hier verschiedene Fähigkeiten, wo wir ausweichen müssen. Da müssen wir definitiv rausgehen, zum Beispiel hier dieser Schwung. Wenn ihr da nicht rausgeht, der schleudert euch zurück, und zwar relativ weit, und kickt euch sogar von der Plattform, und das ist einfach Feierabend. Ne? Also viel Schaden macht der gar nicht, aber er kickt euch von der Plattform. Dann haben wir hier dieses Weglaufen, da macht er so einen kurzen Cast, und ihr werdet nach oben geschleudert. Wenn ihr euch davon treffen lasst, ist nicht so wild. Wir haben ja unsere Fiole des Gleichmuts, können wir uns einmal heilen, beziehungsweise Bronn hat ja nochmal zusätzlich eine Heilfähigkeit. Also das könnt ihr theoretisch auch einmal fressen. Wenn ihr ein bisschen weglauft, ne, könnt ihr auch euren Laser einsetzen. Am besten immer dann, wenn er seinen Charge gemacht hat. Das ist nämlich die dritte Fähigkeit. Er charged in eine Richtung, da müsst ihr auch vor ihm weg. Wenn ihr da nicht weglauft, hier macht er den nochmal, charged er an den Rand und schmeißt euch auch tatsächlich runter. Also es macht nicht nur Schaden, sondern schmeißt euch auch von der Plattform, und dann ist halt einfach Feierabend. Wichtig bei dem Kampf ist tatsächlich, dass wir die ganze Zeit Damage auf den Boss bringen. Wenn ihr das nämlich nicht schafft, kommen wir nämlich in den Enrage, und dann ist Feierabend. Das ist ein ziemlich dicker Melee-Mob, der einen Haufen Schaden im Enrage macht, und wenn ihr in Enrage kommt, dann wird es ziemlich ätzend. Man kann ein bisschen Enrage spielen, aber man sollte am besten schauen, dass man ihn so weit wie möglich vom Enrage runterbekommt. Und die letzte Fähigkeit, habt ihr jetzt auch gerade gesehen, ist sein Schild. Das ist quasi dann in einer Richtung offen, und da könnt ihr hingehen
und quasi in der Richtung ihn DPSen. Wichtige kleine Randinformation, dieses Schild, was ich habe ich am Anfang nicht ganz geblickt, das dreht sich. Also es ist nicht nur so, dass ihr dann in eine Richtung euch hinstellt und dort dann die ganze Zeit durch DPSen könnt, sondern das dreht sich um ihn rum und ihr müsst ein bisschen mitlaufen. Wenn ihr nämlich an der einen Stelle stehen bleibt, dann geht eure Hits ins Leere und dann ist nix. Ihr seht, jetzt habe ich mir einmal von dem Schwung treffen lassen. Ich bin Gott sei Dank gegen die Säule geflogen. Da ist es nicht so schlimm. Wenn ihr euch hitten lasst und dementsprechend an den Rand fliegt, ist halt einfach Feierabend. So, jetzt ist der Boss im Enrage, wie ihr seht. Ich sammle jetzt ein paar Kügelchen ein. Das Gute ist, er castet ziemlich viel, ne? Sobald er an uns dran ist, würde er uns wegmachen, aber dadurch, dass er hier die ganze Zeit irgendwas am Casten ist, können wir Orbs ansammeln und jetzt haben wir nämlich nochmal die Möglichkeit, hier seine Schildphase zu spielen und da hittet er nicht. Da können wir jetzt, bis die Schildphase endet, auf den Boss durchziehen und sollten ihn am besten hier down kriegen, bevor es Feierabend ist. Ein bisschen blöd ist es bei mir hier gewesen, ich habe ihm direkt am Pillar dran gehabt, da ist es ein bisschen schwer, auf das Schild drauf zu hauen. Und jetzt müssen wir halt gucken, ich habe meine Damage-Reduzierung hier mit dem Typen aktiviert. Sobald die nicht mehr aktiv ist, sind wir halt ziemlich schnell tot, wenn er uns hittet. Heißt, er darf uns jetzt im besten Fall nicht mehr treffen. Ich sammle jetzt hier einfach noch ein paar Sachen ein. Und jetzt seht ihr, da gehen wir, einen Hit haben wir gefressen, haben 80% Leben verloren. Jetzt versuche ich einfach nochmal drauf zu lasern und zu hitten. Und das hat tatsächlich gereicht, ich glaube, 2 Sekunden, wenn der Fight länger gelaufen wäre, wäre ich halt einfach tot gewesen, ne? Weil ich dann nichts mehr ready gehabt hätte. Also sprich, Damage ist hier key, deswegen bei dieser Weglauffähigkeit müsst ihr tatsächlich abwägen, lasse ich mich treffen und Damage weiter oder habe ich halt das Problem, dass am Ende vom Schaden nicht reicht. Dann kommen wir zum 10. und letzten Gegner und zwar Azurux und hier würde ich empfehlen, die Fiole des Gleichmuts mitzunehmen. Ihr seht, wir starten den Kampf, hauen am Anfang einmal hier den Laser drauf und dann versuchen wir ihn die ganze Zeit einfach zu DPSen. Wichtig ist, hier haben wir so einen Cleave, da sollten wir ausweichen, nicht so wie ich. Ich wurde gerade getroffen und ihr seht schon, das macht relativ viel Schaden. Ihr kriegt dadurch fast die Hälfte eures Lebens abgezogen und dementsprechend empfiehlt sich, immer relativ nah an dem Gegner dran zu bleiben. Dann könnt ihr nämlich einfach einen Meter links, rechts laufen und kommt aus diesem Cleave quasi raus. Das ist nämlich so ein bisschen kegelförmig und umso weiter er wegsteht, umso ätzender wird das, um dem Cleave auszuweichen. Dann haben wir hier diese kleinen Ads, die versuche ich immer mit dem Laser alle zu erwischen. Also wenn sie spawnen, ein bisschen laufen, dass man sie dann alle ineinander gesteckt bekommt und dann dementsprechend den Laser drauf. Leider reicht einer nicht aus, also ich muss 2-mal hintereinander drauf lasern, dass sie sterben. Alternativ kann man diese Ads aber auch töten, indem man hier diese Orbs, die der Boss beschwört, benutzt, um diese Ads zu töten. Das ist aber ein bisschen tricky, denn die Orbs werden beschworen und wenn man in die Nähe ranläuft, wird man rangezogen und ihr seht, die drehen sich so und die hauen alle paar Sekunden so einen Ausstoß in eine Richtung raus und wenn da die Ads drin stehen, dann kriegen die Ads da Schaden, beziehungsweise wenn ihr da drin steht, kriegt ihr auch relativ viel Schaden. Also man müsste halt gucken, dass man die Ads in die Nähe der Orbs kitet, dass die da so rangezogen werden und dass man dann in die Richtung, wo es rausbrefft, dass die Ads da stehen. Also das geht, ja, ist aber relativ schwierig zu timen tatsächlich, dass die Ads dann da drin verrecken. Deswegen habe ich es mit dem Laser gemacht. Wenn man rausgehittet wird, ist es nicht so schlimm. Kann man ein bisschen mit Mechanikos rumlaufen. Und dementsprechend habt ihr gerade gesehen, die Ads wurden von der Orb hier weggenutzt. Ich habe jetzt hier geguckt, dass ich dann maximalen Schaden aus dem Boss kriege, habe mich tatsächlich ein oder andere Mal von Fähigkeiten treffen lassen, die eigentlich, wo man sich nicht treffen lassen muss, aber ihr müsst ein bisschen gucken, der Enrage-Timer ist jetzt nicht ultimativ knapp, aber schon so eng, dass man also ein bisschen risky spielen muss, sagen wir es mal so. Ich habe da gerade gesehen, habe ich meinen Laser nochmal versucht durchzukriegen und bin tatsächlich in seinem Smash stehen geblieben. Einfach, dass ich es vorm Enrage-Timer schaffe. Ich habe jetzt hier noch knappe 50 Sekunden, also viel ist es tatsächlich nicht mehr. Wenn der Boss nämlich in Enrage geht, ist eigentlich Feierabend. Man hat einfach das Problem, dass er halt eine ziemlich große Cleave-Range hat. Also er trifft einen relativ weit, man kann ihn nicht wirklich vernünftig kiten, zumal Bronn ja eh sehr schwerfällig ist. Und zusätzlich hat man halt noch die Problematik, er beschwört ständig die Ads und auch die Ads profitieren von seinem Schadensbuff und dementsprechend wird man halt übelst weggeratzt, wenn der Typ in den Enrage geht. Deswegen muss man da teilweise ein bisschen risky spielen. Er hat jetzt noch ein paar Prozent. Hier castet er jetzt nochmal seine Orb. Und ich versuche jetzt einfach noch ein paar von meinen Orbs einzusammeln, dass ich nochmal den Laser aktivieren kann, um die Ads wegzuhauen. Und jetzt haben wir noch 5 Sekunden bis zum Enrage. Jetzt muss ich einfach gucken, dass wir DPSen. Ich wurde nochmal rausgehittet. Jetzt können wir noch kurz rumlaufen. Wir sind jetzt im Enrage.
Und ich habe zum Glück mit Mechanikos diese Fähigkeit, dass ich weniger Schaden kriege. Wir nutzen das jetzt, um alle möglichen Kugeln noch zu kriegen. Hauen einmal noch drauf und es hat gelangt. Aber lang hätte ich im Enrage tatsächlich nicht überlebt. Beim nächsten Mal, wenn ich rausgehittet worden wäre, hätte ich keine Damage Reduction mehr gehabt mit Mechanikos. Und dann wäre es mir definitiv ans Leder gegangen. Gut, damit konnten wir auch den 10. Kampf absolvieren. Jetzt haben wir alle 10 Mechanikos-Kämpfe uns angeguckt. Die anderen beiden Mobs habe ich ja auch schon gezeigt. Also sowohl Pelagos als auch Claire. Dementsprechend haben wir jetzt alle 10 Kämpfe für Jünger der Demut uns angeguckt, beziehungsweise auch das andere Achievement, Meister des Pfades im Pelagos-Teil, wo wir da tatsächlich ohne Amulette und ohne Kohlenpfannen gespielt haben. Gut, damit verabschiede ich mich für diesen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, wenn ihr die anderen Teile noch sehen wollt, ich verlinke euch die Pelagos und Claire. Ich verabschiede mich, euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.